Jesus hat die Werke des Teufels zerstört. Jesus Christus hat für deine Sünden bezahlt am Kreuz von Golgatha. Er hat nicht mit Geld oder Gold bezahlt. Jesus hat bezahlt mit seinem heiligen, makellosen und reinen Blut hat Jesus Christus bezahlt. Er hat bezahlt, damit du leben kannst. Er ist gestorben, damit du für ihn leben kannst. Ja, darum ist Jesus gekommen, um uns aus der Knechtschaft der Sünde zu befreien, liebe Menschen. Und dieser Ort ist der größte Beweis für die Knechtschaft der Sünde. Knechtschaft an Hurerei, Sex vor der Ehe und alles Unzüchtige, alles sexuelle Unmoral. Ja, all das, was hier herrscht, womit Menschen viel Geld verdienen, was ein Greuel ist in den Augen Gottes. Ja, Sünde ist vor dem lebendigen Gott. Vielleicht kannst du oder vielleicht lachst du darüber. Aber eins muss ich dir sagen, lieber Mensch. Sünde trennt dich von dem lebendigen Gott. Sünde trennt von Gott. Und das ist das Problem an Sünde. Sünde ist nicht neutral. Sünde trennt den Menschen vom lebendigen Gott. Und darum ist Jesus Christus gekommen. Er ist gekommen, um die Sünde, um deine Sünde am Kreuz von Golgatha auf sich zu tragen, auf seinen Schultern hat er deine Schuld und Sünde getragen. Jesus Christus hat die Strafe, die du verdient hast, auf sich genommen. Er ist an deiner Stadt gestorben. Und die Bibel sagt, es gibt keine größere Liebe, als dass jemand sein Leben lässt. Jesus hat sein Leben gelassen. Und es gibt keine größere Liebe, liebe Menschen. Das ist die größte Liebe, die es gibt, die jemals den Menschen gezeigt worden ist. Die Bibel sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an Jesus glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jesus ist nicht in die Welt gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit die Welt durch Jesus Christus gerettet werde. Auch du, lieber Mensch, auch dich möchte Jesus liebe Christus Geschwister, retten wir sind hier in Hamburg von in der den Ketten. Darum das Wort der rufen Wahrheit, wir dich auf, tue Buße, ja, kehre um von deiner Sünde, von deinem gottlosen Leben und lass dich versöhnen Menschen. Mit Gott durch Jesus Christus. Die Bibel sagt, lasst euch nicht irreführen. Lasst euch nicht irreführen, liebe Menschen. Ja, was der Mensch sät, das wird der Mensch ernten. Wenn du dein ganzes Leben ohne Gott gelebt hast, in deiner Sünde, in deinem Eigenwillen, in deinem Egoismus, dann wirst du die Hölle ernten. Die Hölle ist nicht ein Märchenbuch. Die Hölle ist die Realität Gottes. Ein Ort der Qual, ein Ort der Verdammnis, ein Ort der ewigen Gottesferne. Da, wo du für ewig von Gott getrennt bist, wo du brennen wirst, Tag und Nacht, wirst du Pein und Qual leiden. Ist dir dieses Leben, ist es dir wert, dieses Leben ohne Gott zu leben, um dann eine Ewigkeit von Gott getrennt zu sein? Wenn du ein bisschen nüchtern drüber nachdenkst, dann denke ich, dass es nicht wert ist, 70 oder 80 Jahre, die man hier lebt, in Sünde, in Hurerei, in Lüge, in Bosheit, in Hass und Neid zu leben, um dann eine Ewigkeit in der Hölle zu sein. Nein, das ist es nicht wert. Und darum kam Jesus Christus. Er kam, er sah und er siegte. Ja, der Herr Jesus Christus, er ist nicht einfach nur gekommen, um ein paar kranke Menschen gesund zu machen. Jesus ist nicht gekommen, um ein paar schöne Wunder zu tun oder um den Menschen zu unterhalten. Jesus Christus ist gekommen, um den Menschen zu retten. Auch du brauchst Rettung von der Macht der Sünde. Der Mensch braucht Rettung. Und das möchte der Mensch oft nicht wahrhaben. Aber der Mensch braucht Rettung. Auch sie brauchen Rettung. Ja, der Mensch ist lieber auf der Suche, sich die größte Sündenmeile Hamburgs anzuschauen, anstatt das Wort Gottes, in das Wort Gottes hineinzuschauen und Jesus zu finden.
Auch hier können Sie Jesus finden. Jesus er sieht will zwar Sie nicht retten. Danach aus, aber Jesus war da, ja, wo die Sünde groß war. Lass dich retten. Und die Menschen Rettung, die Dame. Heilung, bitteschön. Befreiung. Jesus will euch retten, ewiges Leben euch geben. Darum bitten wir dich, liebe Menschen, lass euch versöhnen mit Gott durch Jesus. Der will dich retten, Jesus. Um Gottes Willen. Wenn ich das anfasse, gehst du in Flamme auf, Digga. Um Gottes Willen ist es, dass du gerettet wirst. Und glaub an das Evangelium seiner Gnade. Heute ist ein Tag der Rettung. Heute ist ein Tag froher Botschaft. Aber es gibt ein zu spät, lieber Mensch. Vielleicht ist diese Nacht deine letzte Nacht. Und dann kann ich dir sagen, wenn du in deiner Sünde gestorben bist, dann bist du ewig verloren. Ewig verloren. Darum lass dich versöhnen mit Gott durch Jesus Christus. Wie schnell vergeht die Zeit?